Wir waren 40, 50 Kilometer in Belgien drin und unsere Spritfahrzeuge mussten nach Köln fahren, um dort Sprit zu fassen. Bei den Wetterverhältnissen, ja, lag ja 1,5 Meter Schnee, Glatteis. Ja, die brauchten ja 4 Tage hin und zurück. The losses were immense. What were these men still fighting for? For their Führer? For Germany? To the point of self-destruction. Jeden Tag habe ich halt am Panzer gesprengt. Dann hat da die Munition gefehlt, also haben wir da immer in schlechtesten Panzern, der Fahrer und der Richtschütze, die haben immer einen Bericht abgeben müssen, welchen Panzer schlachten wir jetzt aus. Und so ging es, bis wir keinen Panzer mehr hatten. The final chapter. Waffen-SS on their way to Hungary, late in December 1944. Hitler had ordered the Viking and Death's Head divisions to raise the Red Army siege of Budapest. Es war ruhig, relativ ruhig in dieser Neujahrsnacht. Ich war Ladeschütze im Panzer und hatte aber auch die Leuchtpistole und etwas Leuchtmunition bekommen und saß hinten auf dem Panzer drauf und schoss meine Leuchtpatronen hoch und der Funker hatte Lee Marlene reingekriegt. Das war so eine von den Erinnerungen. Aber es gibt natürlich andere, die nur möchte ich lieber nicht dran denken. Nicht? The city on the Danube became the Stalingrad of the Waffen-SS. Budapest fell to the Soviets after a siege lasting 7 weeks. The attempt to break through to the trapped SS garrison failed. Of the 22,000 SS troops in Budapest, 19,000 died. Bei anderen Niederlagen konnte man, glaube ich, ein bisschen auch das Problem immer auf andere lenken, die Schuld auf andere schieben, auf die Italiener oder auf die Wehrmacht. Aber Budapest war wirklich eine Niederlage der SS. Sie war dahin beordert worden, um den Ring aufzubrechen und hat das nicht geschafft. Ich habe Kontakte gehabt mit SS-Leuten, die mir unter anderem etwa sagten, ja, es geht uns zwar schlecht, aber wir müssen siegen, denn wir haben so viel Schlimmes auf dem Kerbholz, dass wir nicht anders können, als durchzuhalten. For those who didn't hold out, there were summary court-martials, death sentences, terror against their own people. Dann haben wir da in Carré gestanden, dann wurde das Urteil verlesen und dann zack, die Fässer weggestoßen und dann haben die gebaumelt. Und ich muss sagen, mein Gefühl war damals, die Schweine hängen zurecht, denn die sind uns in den Rücken reingefahren. Im Krieg hört man nicht auf, man sabotiert nicht, man hat seine Pflicht zu tun bis zum Letzten. Und da haben wir wirklich Gewissensbisse gehabt. Sollen wir nun unsere Leute sagen, hau ab und geht nach Hause, oder müssen wir noch so einige Tage standhalten? Und wir haben getan, was von uns verlangt wurde. Wir haben bis zum letzten Tag Deutschland verteidigt eigentlich, weil wir glaubten, dadurch Europa verteidigen zu müssen und zu können. Days. Ein erheblicher Prozentsatz der letzten Verteidiger der Reichskanzlei, der Russe war ja, jedenfalls wie ich raus bin, auf 800 Meter an die Reichskanzlei rangekommen. Das waren zum großen Teil gar keine Deutschen. Das waren zum großen Teil waren es Skandinavier, es waren Schweden, Dänen, glaube auch Franzosen. The irony of history.
By the end, there were hardly any Germans left in the elite Teutonic Guard protecting Hitler. One of the last defenders in the center of Nazi power was a Frenchman. Wir dachten, wir nicht, gar nicht am Tod. Gar nicht. Nur kämpfen. Weiter kämpfen. Wir lebten und kämpften nur, um zu kämpfen. A prisoner of his own delusions. Treu bis zum Ende. Treu bis zum Ende. Es fehlte sozusagen der Mittelpunkt. Es fehlte die Kraft, die uns alle vorwärts getrieben hatte. Und wir hatten Angst vor dem, was kommen würde. The River Elbe, April 1945. Thousands of German soldiers were fleeing from the Red Army, including members of the Waffen-SS. Who had taken part in war crimes? And who hadn't? Most of them answered, we're soldiers like any others. Die haben auch nicht gefragt, also hatten sie einen Zweck oder für was und so weiter. Das gab es gar nicht. Wir waren Soldaten und haben Befehlen gehorcht und haben die ausgeführt. Wenn ich eine Lehre gelernt habe während des Krieges, dann ist das, dass der Krieg das Schlimmste aller Dinge ist. Und ich bin als überzeugter Kriegsgegner aus diesem Krieg zurückgekommen. Not many of his former SS comrades think the same. Ich möchte nur einen Krieg noch machen, den Krieg gegen den Krieg, das ist alles. Ich finde es auch so schrecklich, dass so viele andere nicht zurückgekommen sind. Wofür sind die eigentlich gefallen? Die Engländer können sagen, wir sind gefallen für die Freiheit Europas, nicht? Wir haben gegen eine Diktatur gekämpft. Wofür haben wir eigentlich gekämpft? Ich habe immer noch ein gewisses Grundgefühl der Schuld, der Mitschuld an dieser Katastrophe.